Servus, liebe Freunde der E-Mobilität. Es ist aus meiner Sicht wieder mal Zeit für ein Analysevideo betreffend Tesla und die Marktverfolger. Was ich darüber denke, was sich so gerade aktuell in der E-Mobilität tut, das will ich euch in diesem Video mitteilen. Weiter geht's natürlich gleich nach dem Intro. Servus meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin's, euer Georg. Ihr könnt mich, wie ich schon öfter erwähnt habe, gerne duzen, falls ihr mich anruft, falls ihr ein E-Mail schreibt, habe ich kein Problem damit und ich habe auch kein Problem mit dem Sie. Aber ich denke mir, wir sind so eine schöne, kleine, eingeschworene Elektroauto-Community und da kann man sich ruhig mal duzen. Außerdem sind wir ja alle ganz jung, ja? Ja, muss man ja auch mal sagen. Wir sind eigentlich wesentlich jünger, als wir aussehen oder umgekehrt, keine Ahnung. Egal, ich hoffe, es geht euch gut und eines, damit ich es nicht vergesse, gleich vorweg, ich habe gerade eine kleine, oder gerade ist gut, also jetzt gerade, wo ich das Video aufnehme, ist es wirklich gerade jetzt, aber wenn ihr das Video seht, ist schon wieder ein bisschen Zeit vergangen, eine kleine Challenge gestartet. Ihr könnt mit einem kleinen Teilnahmevideo einen Wattpilot eventuell gewinnen. Wie das Ganze funktioniert, das schneide ich euch dann hinten ans Video dran oder ihr findet das Video auch hier auf dem Kanal. Einige werden es wahrscheinlich schon gesehen haben. Ja, wer einen Wattpilot gewinnen will, könnt ihr da ja mitmachen. Okay, gehen wir ins Thema hinein und zwar dieses immer wieder hochgekochte Tesla-Killer-Argument. Jetzt ist endlich der, jetzt, wer ist der aktuelle Tesla-Killer? Das ist natürlich der EQS oder EQS Mercedes, ein Schiff von einem Auto, ein Luxusauto, ein Oberklasseauto und das soll jetzt der Tesla-Killer sein. Naja gut, Tesla-Killer, das ist immer sehr relativ. Welcher Tesla? Naja, mittlerweile gibt es ja doch verschiedene Modelle. Jetzt gibt es 4 Modelle am Markt, am europäischen 3, aber welches Modell soll denn da jetzt gekillt werden? Also zum Beispiel zum Model Y, zum Y. Gibt es ja im Prinzip nicht wirklich so eine echte Alternative. Gut, da kommen jetzt auch die ersten, wo man sagen kann, das geht in etwa in die Richtung. Aber das Model Y ist an und für sich doch relativ groß. Es ist ein richtiges SUV, bietet für Familien richtig Platz, wird bei uns in Europa richtig einschlagen. Das ist ja schon mal vollkommen klar. Wann auch immer die lieben Herren und Damen in Grünheide es schaffen werden, endlich mal alles genehmigt zu bekommen und die Fabrik fertig zu kriegen und auch wirklich was zu produzieren. Das sieht man, das ist in Deutschland halt dann doch noch einen Ticken schwerer. Und wie habe ich schon hier auf dem Kanal mehrfach gesagt, wer es in Deutschland schafft, schafft es auf der ganzen Welt. Das meine ich jetzt gar nicht bösartig, aber natürlich die Hürden sind dort extrem hoch. Es ist alles extrem reguliert und es gibt immer irgendjemanden, der dagegen ist. Und viele sehen Tesla eher als Feind. Klar, Autoland, Deutschland. Da will man nicht unbedingt Mitspieler drinnen haben. Aber gut, wie heißt es normalerweise? Konkurrenz belebt das Geschäft und dieses Geschäft beginnt ja gerade zu leben. Also hier würde ja Tesla eigentlich mehr positive Aspekte liefern als negative. Aber egal, das ist so eine Kleinkrämerei. Gut, also der EQS ist zwar ein tolles Auto, viel Reichweite, toller CW-Wert, eine S-Klasse eben. Ich meine, ja, okay, ist eine komplette Elektroautoentwicklung, die erste jetzt von Mercedes, also eine eigene Plattform. Dann wird es noch ein paar andere Modelle auf dieser Plattform geben. Ich glaube, die meisten von euch wissen das sowieso schon. Alles ganz interessant, aber alles ist in dem extrem hochpreisigen Segment. Und eines darf man nicht vergessen, in diesem hochpreisigen Segment konnte sich Tesla schon ganz gut etablieren. Auf der anderen Seite wiederum gibt es sehr viele konservative Kunden, die eben gerade auf so etwas gewartet haben. Und ich glaube, dass dann eher so diese elektrische E-Klasse, dass die eigentlich der, wenn man schon so dieses Kampfwort Tesla-Killer bedienen will, dass der, dass die elektrische E-Klasse das eher hergeben wird. Wichtig wären Autos so im mittleren Preissegment aus meiner Sicht, also zahlungskräftige Kundschaft, damit sich die Entwicklung dieser E-Autos auch für die Hersteller lohnt. Das ganz im untersten Preissegment ist das äußerst schwierig, ja, das wissen wir, deswegen ist ja Tesla von oben eingestiegen, alles keine Neuigkeiten. Aber natürlich versucht es jetzt ein bisschen Mercedes zu kopieren, nachdem die ersten Elektromodelle jetzt nicht so der Renner waren, wird die S-Klasse sogar, glaube ich, etwas besser funktionieren. Verglichen mit dem gesamten Marktsegment, das ja sehr klein ist, aber es ist ein Statement, ja. Ein Tesla-Killer kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen und bleiben wir mal nur bei den Fahrzeugen, ja, weil der wichtigere Aspekt, der kommt aus meiner Sicht noch.
Gut, dann wie schaut es aus bei Audi? Eigentlich ganz gut mit den Verkäufen. Bei Porsche mit dem Taycan schaut es offensichtlich sogar sehr gut aus. Aber auch wiederum ganz ehrlich, ich meine, viele Porsches, abgesehen von den Porsches, die man so im Alltag auch verwendet, viele Porsches sind einfach reinste Luxusobjekte. Und da überlegen viele überhaupt nicht. Die sagen einfach, ja, ein Taycan ist eine coole Sache. Ich kaufe mir das jetzt einfach. Das Geld habe ich sowieso. Was ist mir doch egal. Ja? Natürlich, die Kunden, die holt man jetzt damit ab, weil es ist Markenprestige da. Es ist ein tolles Auto. Ja, ihr wisst hier auf meinem Kanal, ich war eher enttäuscht vom Taycan. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte mir von Porsche bei der einen oder anderen Sache mehr erwartet. Ihr kennt vielleicht auch die Videos von Ofe, der jetzt auch Taycan-Fahrer ist, der auch nicht so wahnsinnig begeistert ist davon. Aber das ist halt erstens ist er ein Profi. Er ist ein Heavy-User, also ein richtiger Power-User. Er sieht auch jeden Fehler und aber trotzdem, naja, auch beim Taycan gibt es möglicherweise den einen oder anderen Mangel, aber man hat eben das Markenprestige, darf man nicht vergessen. Also so ein Porsche ist eben Porsche. Gut, dann kommt jetzt noch BMW groß auf den Markt mit dem i4. Da ist auch die Frage, wird der i4 so einschlagen? Naja, wird schon einige Kunden abholen, aber Tesla einzuholen, das ist schon schwierig. Und sonst. Aktuell gut, VW ID.4 ist eine ganz andere Kategorie, glaube ich. Da braucht man jetzt nicht mehr, kann man vielleicht gerade noch mal irgendwo mit dem Model 3 vergleichen. Und VW, das sage ich auch schon länger, halte ich ja für den ernstzunehmendsten großen Autohersteller, was den Wandel zur E-Mobilität betrifft. An und für sich kann man ja sagen, hat VW bis jetzt, was E-Mobilität angeht, wenn wir jetzt die verlorenen Jahre weglassen, alles richtig gemacht. Man steigt mit im mittleren Preissegment ein, dort wo VW eigentlich auch hingehört. Markentechnisch würde ich mal sagen, die Oberklasse konnte sich VW mit der Marke nie so wirklich, trotz Phaeton und so weiter, nie so wirklich erobern. Also von Markenimage passt schon. VW ist immer etwas hochpreisiger, das heißt, man kann dort etwas mitnehmen, auch noch vom Markenimage, was den Verkaufspreis betrifft. Also hat man da eigentlich alles recht gut und richtig gemacht und durch diese MEB-Plattform kann man auch wunderbar nach oben skalieren und kann damit verschiedenste Fahrzeuge relativ schnell und relativ günstig in den Markt bringen, sofern man endlich mal die Softwareprobleme auch gelöst hat, die es ja immer noch gibt. Und ich weiß, auch da wurde ich massiv kritisiert hier. Ich habe mal ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, der ID.3, das wird nicht fertig, so wie man das angekündigt hatte für. Wie war das noch? Sommer, hieß noch, glaube ich, Sommer 2020 und war dann sogar zum Ende des Sommers kamen dann die ersten Fahrzeuge. Beim e-Cannonball waren die ersten dabei. Stefan Schmunk war einer von den allerersten, der eins hatte. Und ja, ihr wisst ja, wo der jetzt mittlerweile gelandet ist, wieder bei VW und nicht bei Tesla, weg von Mercedes. Auch eine coole Story, finde ich. Ja. VW hat es, wie gesagt, glaube ich, wirklich richtig gemacht und die werden sich jetzt viele Marktanteile abholen, auch mit den Schwestern-Marken wie Skoda und Seat. Und ja, Elborn, mein Favorit. Einfach wunderschönes Auto, ja. Wird sich extrem gut verkaufen, aber ja, alle diese Autos aus diesem Segment werden sich wirklich sehr gut verkaufen. Jetzt kann man hergehen und sagen, ja, da gibt es jetzt viele neue Modelle, die sich gut verkaufen werden und das sind jetzt alles die Tesla-Killer oder alles zusammen sind die Tesla-Killer. Aber eines vergessen fast alle Journalisten und alle, die da oder viele, die da mitdiskutieren, vor allem die Journalisten, die meistens relativ wenig Ahnung von E-Mobilität haben. Sie vergessen alle eines, nämlich ein Fahrzeug muss alle Use Cases abdecken. Also nicht nur die Pendelstrecken, die kurzen, mal die Oma besuchen oder so, ja. Das können mittlerweile im Prinzip alle E-Autos. Ich meine, die Zeit mit 20 Kilowattstunden Akkus, die sind ja wirklich lang vorbei. Jetzt ist ja 50 Kilowattstunden, ist ja fast schon ein kleiner Akku und ein ordentlicher Akku hat dann 70, 80 oder vielleicht sogar 100 Kilowattstunden. Also wir sehen, das geht ja da massiv voran. Aber was bringt mir das? Relativ wenig, wenn ich trotzdem auf Langstrecke nicht vernünftig aufladen kann. Und gerade Ofe hat das ja wieder leidvoll erfahren. Oder auch, ihr wisst ja, Kamenjek, der Chris hat ja auch immer wieder die Probleme, wenn er irgendwo hinfährt, Allego, ja, es ist immer ein Krampf. Und wenn ihr, ich kenne ja beides, ja, ich kenne ja alle Welten, ich bin ja schon verschiedenstes auch auf Langstrecke oder längerer Strecke gefahren. Und wenn ihr einen Tesla habt,
dann ist das einfach im Prinzip sorgenfrei, zumindest was die Transitstrecken betrifft. So das Herum im Zielgebiet, wenn man auf Urlaub ist, dort herumpendeln oder so, das ist oft dann doch ein bisschen schwieriger. Muss man sich wieder lokal etwas orientieren, wo kriege ich jetzt Strom? Weil Supercharger gibt es dann in den Ballungsgebieten auch oft nur etwas außerhalb und nicht in den Städten. Das kann dann wieder ein bisschen komplizierter werden. Da ist man dann so auf einer Ebene mit allen anderen E-Autos. Aber wenn ihr auf Fernstrecke seid, ihr steigt in den Tesla ein und gebt ein Rom, ihr gebt ein Madrid, ihr gebt ein, was weiß ich, Kopenhagen. Es ist vollkommen egal. Ihr werdet dorthin gelotst, ihr fahrt bei den Superchargern vorbei, und das funktioniert. Ihr wisst einfach, es funktioniert, weil mit da gibt es 10, 12, 16, 18, 20 Stalls und da könnt ihr eigentlich sicher sein, dass zumindest ausreichend viele funktionieren, sodass ihr weiterfahren könnt. Im schlimmsten Fall müsst ihr ein bisschen eine längere Pause einplanen. Aber es geht ohne dieses, schaffe ich es, brauche ich noch eine Reserve zum nächsten Schnelllader. Und außerdem könnt ihr ja mit dem Tesla, könnt ihr plus das andere Ladenetz noch dazu verwenden. Also ihr seid ja nicht angewiesen nur auf das Supercharger-Netzwerk. Ihr könnt auch alle anderen Lader mitnehmen. Für den Notfall oder weil es gerade gut passt oder weil es gerade gut liegt oder weil es vielleicht sogar noch schneller geht, weil so viele Version 3 Supercharger gibt es jetzt auch noch nicht. Und dann ladet ihr vielleicht mal auch bei Ionity, weil euch das Geld egal ist und weil ihr sagt, ihr wollt das schneller haben. Und für diese Langstrecken, ja, ist einfach Tesla nicht zu schlagen. Und das ist mein Riesenkritikpunkt. Ich habe das hier schon mal auf meinem Kanal schon mal postuliert. Meine Meinung zu dem Thema ist, es müsste unbedingt von regulatorischer, staatlicher Seite, müssten die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass entlang der Fernstrecken, so wie es die Autobahntankstellen gibt, auch Autobahnladestationen gebaut werden. Jetzt ist das natürlich ein Rieseninvest, ja, und wir müssen ja zum Beispiel für die Straßen, ja, wir bezahlen Maut, aber das ist irgendwo in einer Größenordnung, wo man sagt, okay, das spiegelt sich auch wieder in dem Nutzwert. Und genauso finde ich, müsste man Ladeinfrastruktur zumindest für die Fernstrecke aufbauen und umwälzen die Kosten auf die Allgemeinheit. Nur so können wir die Ladeinfrastruktur schaffen und dann könnte man das im Bieterverfahren natürlich auch versuchen, einen Betreiber zu finden, einzelne Stationen. Es gäbe sicher ganz viele Modelle. Ich bin mir sicher auch, ihr habt da Ideen dazu oder findet das total blödsinnig, was ich da gerade sage. Schreibt das gerne unten in die Kommentare. Auf jeden Fall, mein Modell wäre, der Staat, oder der Betreiber in Österreich wäre es die ASFINAG, die Autobahn- und Schnellstraßenfinanzierungsaktiengesellschaft, die ja auch die Straßen betreiben und erhalten. Die könnten ja genauso gut Ladeinfrastruktur wohin stellen, ja, und das dann weiter vermieten, ja, sodass sich Netzbetreiber dort so einmieten können oder Stromlieferanten, wie auch immer, ja, oder irgendeine Firma kann sich einmieten und kann dort über das dann Strom verkaufen und zahlt einen Mietsatz, der so ist, dass man das auch wirtschaftlich betreiben kann. Und diese Grundkosten, diese hohen Investitionskosten, die ja sich über lange Zeit erst rechnen können, erst über 20, 30, 40 Jahre vielleicht, da müsst ihr eigene Trafos hinstellen, müsst ihr eigene Leitungen dorthin legen, das sind alles Rieseninvestitionen und die könnte der Staat locker schultern und damit die Elektromobilität für alle so attraktiv machen, denn da eines ist ganz klar, dieser Strom an diesen Ladestationen muss so günstig sein, dass es kein Argument mehr gibt gegen die E-Mobilität. Und so hätten wir dann dieses ewige Argument weg, ja, man kann ja damit nicht vernünftig auf Langstrecke fahren, weil es ist teuer und es ist unflexibel und es dauert lange und so. Das müssten wir aufknacken. Dann hätte in Europa die E-Mobilität einen Riesenschub und das wäre so wichtig für die Autoindustrie in Europa, weil der geht es ja wahrscheinlich in ein paar Jahren wirklich sehr schlecht, wenn sie nicht endlich diesen Wandel vollzieht. Und das wäre auch eine große Chance für ganz Europa, weil wir haben uns in der Vergangenheit, Zukunft hätte ich schon fast gesagt, in der Vergangenheit viele Industrien zerstört oder zerstören lassen durch falsche Politik. Und auch hier erwarte ich mir natürlich nicht, dass die richtigen Weichen gestellt werden. Und ganz ehrlich, natürlich, es wäre auch wichtig für Laternenparker Lademöglichkeiten zu schaffen, so in der Leistungsklasse 2 Kilowatt.
Das wäre auch ganz wichtig für die lokalen, ja, für die lokale Nutzung, für die Nutzung in den Städten. Das heißt ja immer, ja, keine Autos in den Städten, aber wenn schon Autos, dann bitte wenigstens E-Autos. Die sind wenigstens emissionsfreier und auch leiser. Das wäre eine Entlastung für die Menschen. Und es kommt ja ein so ein Skandal nach dem anderen, wo wieder irgendein Auto ganz andere Abgaswerte hat als eigentlich wirklich angegeben. Und gerade in den Städten ist das ein Problem. Ja, die Stickoxide sind in den Städten ein Problem, nicht auf der Überlandstraße. Und dann würden wir viele, viele Probleme lösen, wenn wir für die Fernstrecken endlich mal vernünftige Lademöglichkeiten schaffen würden, die mit allen Autos vernünftig genutzt werden können. Und da könnt ihr auch mit dem Tesla dann hinfahren. Und Tesla kann sich ja trotzdem sein exklusives Ladenetzwerk weiterhin behalten. Das zahlen ja die Tesla-Kunden mit. Man kann ja so rechnen, ungefähr 1000, 1500 Euro stecken ja in jedem Auto drinnen, sozusagen an Kosten für das Ladenetzwerk, könnte man so überschlagen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es eine gute Berechnung. Das habe ich so im Hinterkopf. Wenn ihr was habt, schreibt das gerne unten in die Kommentare. Was denkt ihr über dieses ganze Thema? Kommt jetzt wirklich ein Tesla-Killer? Kann es überhaupt einen Tesla-Killer geben ohne Schnellladenetz? Ja, das ist ja meine Sichtweise, dass das gar nicht passieren kann. Es kann keinen Tesla-Killer geben. Ja, ich will auch gar keinen Tesla-Killer. Ja, nur um das mal klarzustellen. Es sollen ja alle nebeneinander da gut leben können. Und das bringt ja gar nichts, wenn man jetzt Tesla sozusagen töten würde. Ja, gewinnt ja niemand was dabei. Noch dazu in einem stark expandierenden Markt muss ja gar keiner rausgedrängt werden. Ganz im Gegenteil. Und wie gesagt, Konkurrenz belebt das Geschäft. Aber wenn wir schon bei diesem furchtbaren Terminus technicus Tesla-Killer bleiben, glaubt ihr denn wirklich, dass es jemals einen Tesla-Killer ohne ein vernünftiges Schnellladenetz geben kann? Also ich glaube das einfach nicht. Wie gesagt, schreibt mir gern unten eure Kommentare rein, was ihr davon haltet, wie ihr das seht, welches Auto ihr jetzt vielleicht kaufen werdet oder wollt oder habt ihr einen Tesla, steigt dann um auf irgendein anderes E-Auto, zu einem deutschen Hersteller oder habt ihr schon längere Zeit vielleicht habt einen e-tron zum Beispiel und sagt, okay, jetzt habe ich die Nase voll, ich kaufe mir jetzt einen Tesla, ich brauche einfach das Schnellladenetz, das funktioniert. Schreibt mir eure Gedanken da unten rein, das ist immer sehr spannend, weil sich das immer wieder ein bisschen wandelt, weil ja neue Fahrzeuge kommen und auch dass die Ladenetze sich immer wieder ein bisschen verändern und die User Experience sich immer verändert. Deswegen ist immer ganz interessant, wie schaut es denn so momentan aus? Auf jeden Fall ist es ja unheimlich spannend, was gerade passiert. Es tut sich ja wirklich wahnsinnig viel. Es hieß ja immer 2020, 2021, das sind die Jahre, wo die E-Mobilität so richtig in die Breite geht. Und ganz ehrlich, schaut euch die Statistiken an. Wir sind da bei den Neuzulassungen schon irgendwo bei 10%. Ja. Und da muss man allerdings jetzt auch wieder dazu sagen, okay, 10% Neuzulassungen, würden wir jetzt 100% Neuzulassungen haben, würde es immer noch fast 20 Jahre dauern, bis die Flotte komplett ausgewechselt ist, weil so durchschnittlich, glaube ich, 17 Jahre ist ein PKW im Betrieb. Also 17 Jahre bei 100% Neuzulassungen elektrisch ist schon eine Zeit. Ja. Also wir haben noch viel vor uns und es wird noch sehr spannend und es gibt noch viel zu tun und wir brauchen noch viel mehr PV und wir brauchen noch viel mehr Wind und wir brauchen einfach viel mehr Einsparungen. Wir müssen viele Dinge sparen und wir brauchen keine böse Politik, die uns alles verbietet, sondern wir brauchen Anreize und wir brauchen Möglichkeiten und Lösungen und dann können wir das gemeinsam positiv umsetzen und alle was davon haben. Da brauchen wir keine großartigen, übergeordneten Regularien, meine Meinung. Ich glaube, das sehen auch viele hier auf meinem Kanal so. Gut, das war jetzt genug Politik noch am Schluss dran gemischt. Und so, und jetzt hinten dran schneide ich euch, wie gesagt, noch das Video über die Wattpilot Challenge. Macht gerne mit, gewinnt einen Wattpilot. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid, die vielen treuen Zuseher. Wir haben fast 10.000 Abonnenten. Das ist jetzt auch ein Teil dieser ganzen Geschichte, gleich mehr dazu. Und alle, die neu sind, vergesst nicht, Kanal abonnieren und bitte kommentieren und liken, das hilft uns weiter. Ich mach's kurz, worum geht's? Einen Wattpilot gewinnen. Also das ist diese Überschusslademöglichkeit von Fronius. Da gibt es auf diesem Kanal hier schon einige Videos dazu und ich denke, wer sich dafür interessiert, der sucht einfach mal bei uns und dann findet er jede Menge Informationen drüber. Eine geniale Sache. Ich finde den Wattpilot wirklich ganz toll und ich glaube, ihr werdet ihn auch toll finden, vor allem, wenn er nichts kostet. Wie kommt ihr dann zu eurem gratis Wattpilot? Übrigens, Rechtsweg ist ausgeschlossen bei dieser ganzen Geschichte. Das ist ja irgendwie sowieso logisch, das kennen wir von jedem Gewinnspiel. Gut,
Ihr macht jetzt Folgendes. Also, ihr habt ein E-Auto, ihr habt eine PV-Anlage und ihr habt einen Fronius-Wechselrichter. Das sind mal die Bedingungen, sonst ergibt das Ganze ja keinen Sinn. Funktioniert ja nur mit Fronius. Ihr dürft eine Mischanlage haben, also von mir ist SMA und Fronius, Away und Fronius. Ihr braucht aber zumindest einen Fronius-Wechselrichter und von mir ist das Smart Meter, falls ihr keines habt, das könnt ihr ja nachrüsten. Ihr macht jetzt Folgendes. Ihr macht ein Video, bitte im Querformat. Mit dem Handy, braucht nicht professionell sein, es ist nur wichtig, es soll originell sein. Maximal eine Minute. Alles, was länger ist, fliegt raus, wird nicht berücksichtigt. Maximal eine Minute Video und ihr müsst einfach sagen, warum gerade ihr diesen Wattpilot braucht, warum gerade bei euch der Wattpilot perfekt passt, warum er perfekt bei euch aufgehoben ist, warum das genau das ist, was euch fehlt. Lasst euch was Gutes einfallen, lasst euch gute Argumente einfallen. Ich werde sie nicht nachprüfen. Sie müssen nur glaubwürdig sein, bitte. Ja, keine extremen Geschichten, die kein Mensch glauben kann. Also argumentiert einfach, warum gerade bei euch der Wattpilot so optimal passt. Ja. Wie gesagt, Querformat, unbedingt maximal 60 Sekunden. Dann ladet ihr das bitte auf eurem YouTube-Account hoch. Man kann da einstellen, normalerweise ist das Video dann auf Privat, bitte, das müsst ihr umstellen auf nicht gelistet. Damit sieht das sonst niemand, aber auf Privat können wir es nicht runterladen. Und diesen Link, der da erzeugt wird beim Hochladen, den nehmt ihr dann bitte und mailt an info@enercap.at mit dem Stichwort Ich will einen gratis Wattpilot. Gut. Dann kommt ihr in eine Auswahl. Wir werden dann 10 Videos, ich hoffe, es werden so viele, 10 Videos dann auswählen. Wenn es weniger sind als 10, soll es auch gut sein. Habe ich kein Problem damit. Wir werden die 10 besten, originellsten Videos dann auswählen, werden die zusammenschneiden in ein YouTube-Video. Das kommt dann hier auf dem Kanal und dann gibt es ein Online-Voting. Ich würde sagen, wir machen dann ein paar Tage. Eine Woche Online-Voting und wer die meisten Stimmen hat, wer am besten abschneidet von diesen maximal 10 Videos, der bekommt dann den Wattpilot samt Ladekabel 11 kW, 22 kW, was ihr wollt, 5, 8 Meter, bekommt ihr dann gratis von uns. Schenken wir her. Ja, dann gibt es aber noch eine Kleinigkeit bei der ganzen Geschichte. Und zwar, wir wollen ja möglichst schnell auf die 10.000 Abonnenten endlich kommen. Diese ganze Geschichte, ja, läuft, bis wir 10.000 Abonnenten haben. Ja, jetzt könnt ihr euch natürlich zurücklehnen und sagen, ja, ist ja egal, kommt irgendwann soweit. Aber vergesst nicht, je länger das dauert, umso schlechter sind eure Chancen auf den Wattpilot, auf den gratis Wattpilot. Denn je länger die Challenge dauert, ich werde das hier, wenn das nur so tröpfelt, werde ich das immer wieder wiederholen. Hier auf dem Kanal in den Videos, hey, schaut mal rein, gibt ein gratis Wattpilot. Wenn das lange dauert, dann werden mehr Videos eingesendet, ja. Und dann schwinden eure Chancen. Also helft uns, dass wir die 10.000 Abonnenten erreichen. Vor allem dann, wenn ihr Videos einsendet. Das ist ein Vorteil für euch, ja, weil dann eben die Gruppe der Teilnehmer automatisch kleiner wird. Je länger es dauert, umso mehr Teilnehmer. Ich denke, das müsste soweit jetzt klar sein. Weiß nicht, wer sich nicht auskennt, bitte unten mitkommentieren. Dann können wir da noch Informationen ergänzen, falls das nötig ist. Und warum mache ich das? Weil ich den Wattpilot einfach so genial finde. Ja, das Gerät ist einfach super und ich möchte wissen, warum ihr das unbedingt haben wollt. Wenn das gut ankommt, dann machen wir das ganz gerne auch noch mit anderen Geräten vielleicht und dann setzen wir so die nächste Stufe, was weiß ich, 10.500 oder 11.000 Abonnenten, irgend sowas. Nun gibt es vielleicht mal eine Seppi gratis oder so, irgendwas. Ich finde das lustig. Wenn ihr das auch gut findet, dann bitte schreibt das unten rein. Wenn ihr das blöd findet, schreibt es auch gern unten rein. Gebt dem Video einen Daumen hoch. Aber ich bitte euch, macht mit. Wir werden das Ding auf jeden Fall verschenken. Wenn nur ein Video reinkommt, dann ist es ja ganz klar, wer es kriegt. Ja, und wenn viele reinkommen, ja, dann wird es umso lustiger. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf eure Videobeiträge, warum gerade ihr den Wattpilot verdient, warum der gerade für euch optimal ist. Ja, lasst euch was Gutes einfallen. Ich bin schon extrem gespannt auf eure Beiträge und wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch einen guten Abend, gute Nacht, einen guten Morgen, wann auch immer ihr das Video gerade seht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.